irgendwie gut aussieht. So vielleicht. Ja, das sieht doch lustig aus. Nur der Gartenzwerg hier ist ein bisschen. Ist ein kleines bisschen. Gruselig. Aber nur ein bisschen, nicht wahr? So. Ja, mit der neuen Haarfrisur sieht es schon ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, muss den Custom Content ja zum Großteil rauswerfen. Also hat sie jetzt halt andere Haare. Die fühlt sich ganz okay, sondern könnt ihr ja mal ganz schnell Hausaufgaben alle machen vor der großen Party. Dann hat sich das wenigstens noch. Wenn der Hund da Ball spielt, seine Aggression könnt ihr auch im Gartenzwerg auslassen. Wo ist Joy? Ach, Joy begrüßt Mathilda, das ist süß. Ah, Joy. Die Party von Franz geht bald los. Vielleicht solltest du langsam etwas. Dirp kommt zu spät zur Arbeit. Ist doch egal. Dirp macht jetzt seine Hausaufgaben auf dem Fußboden, weil ja auch sonst nirgendwo Platz dafür ist oder so. Vielleicht stört. Enough of dog. Ja, Joy hält einfach nicht die Klappe. Das würde mich auch stören. Das stört. Ich glaube, der ist einfach zu groß. Der stört voll. Dann machen wir den halt wieder weg. Komm. Dann könnte Dirp sich theoretisch auch hinsetzen, aber muss ja jetzt nicht sein, ne? Ja, was denn? Musst du mal auf Klo? Aber du gehst nicht hier hin. Nein! Ach nee, nicht auf den schönen Teppich. Och Mann. Och Joy. Och nö. Abgeleckt werden kommt gar nicht in Frage. Verstärkende Maßnahmen. Ausschimpfen für Ferkel sein. Och nö, der schöne Boden. Kannst du rausgehen? Ach, jetzt schimpft er erstmal wieder seinen Sohn aus. Weil er nicht zur Arbeit gegangen ist. Och Mann. Das ist doch seine Entscheidung, ob er Geld verdient oder nicht. Du warst wieder böse, du hast wieder blöde Scheiße. Ich verzeih dir zwar sofort, aber du hast wieder was wieder böse. Stärkende Maßnahmen, Ausschimpfen, Stärke sein Sohn. Er hat ihm verziehen, alles ist wieder in Ordnung, er hat keinen Hausarrest, gut. Das fehlt uns gerade noch, dass er, wenn er älter wird, den Schleichback hat und so einem zweiten Fridolin Schlümpel wird. So, dann kann er ja mal hier einen Track spielen. Wie wär's mit Dubstep? Voll geil, die Musik. Dann macht mal seine Hausaufgaben. Also 39%, das reicht. Mehr muss sein Derp nicht machen. Sie macht ihre Hausaufgaben. Feierabend arbeiten. Was soll er doch dabei sein, wenn ihr Bruder erwachsen wird? Kannst du denn nicht mal hier Arbeit aufgeben? Kannst du nicht auch Urlaub nehmen? Yeah, derbe. Shiny. Wobei Arbeit aufgeben ist eigentlich Shiny. Wie wär's mit Urlaub nehmen? Geht's nicht irgendwie auch so Urlaub? Also ich meinte, man könnte vielleicht mal so Urlaub nehmen. Muss gleich kündigen? Kann man keinen Urlaub nehmen? Nee, dann kündigt Skiba den Job halt. Uber Reaper. Oh yeah. Der erste Gast ist da. Dirk macht so lange richtig geil Musik. Ist ja seine Birthday Party. Möchte Annie Mangold wirklich? Ja, Buchhändlerinnenkarriere ist jetzt vielleicht nicht gerade so der Riesenkarrierezweig, wo man denkt, yeah, geil. So, was macht er da? Spielzeug wegräumen? Was macht Mutti? Mutti könnte doch mal Dietmar Mangold begrüßen. Freundlich! Nicht um diesen Schlag bitten. Freundschaftlich begrüßen. Erlauben, Pferd zu reiten. Nein, natürlich nicht. Jetzt haut er wieder ab. Guck mal, du haust nicht ab hier. Endlich den Mut gefunden, ihren Job zu kündigen. Jetzt ist sie total happy. Ach, sie hat die Hausaufgaben schon fertig gemacht. Sie auch. Sie geht jetzt was essen. Teller nehmen. Du bist doch satt. Du wirst dick, wenn du das machst. Uch, Alex Dreyer hat keine Haare. Haha. Das tut mir voll leid. Sorry. Nein. Master Progression. Oh. Sie steckt in großen Schwierigkeiten wahrscheinlich, weil sie ihren Job gekündigt hat. Naja. Passiert. Mehr Bio. Tut mir leid, ich musste die Haare, die du getragen hast, löschen. Kriegst neue, ist nicht so schlimm. Was ist mit hier mit sowas? Ich oder so eine Justin Bieber-Friese. Nee. Sorry. Vielleicht irgendwas Cooleres? Nein, auch nicht. Das ist zwar hip und cool, aber passt jetzt irgendwie. Das passt.
Ja, nehmen wir an, ist völlig in Ordnung. Man muss sich hier nicht übertreiben. Sasko! Sasko! So, schon haben wir das Haarproblem gelöst. Seht ihr, deswegen braucht man so ein paar Modifikationen. Wenn man halt mal Custom-Content rausschmeißt, kann das auch mal zu Nebenwirkungen führen. Du kannst doch keinen Teller nehmen. Du tust jetzt Alex Dreya freundschaftlich begrüßen. Und sie hat große Schwierigkeiten. Vater, dann könnte ihr aber mal verzeihen, einfach mal so, weil er das kann. Und sie könnte mit Bubble Tea dann auch mal freundschaftlich begrüßen. So wie es aussieht, sind sie jetzt alle in Ordnung. Pferd geht's gut. Vincent geht's auch so ganz gut. Er kaut auf dem Knochen rum. Schämt sich, weil ein Ferkel ist. Ist auch gut so. Streiten die sich doch jetzt etwa? Was soll denn das? Wir haben so viel gemeinsam. Ich würde gerne dich gerne besser kennenlernen. Was? Was ist mit Mathilda? Geht ab hier. Mathilda hat einen begehrenswerten Zimmer blickt. Kommt, geht zusammen tanzen. Vergiss es. Du gehst jetzt. Ja, dann gehst du halt auch mal tanzen. Wie wär's mit tanzen? Wieso hat Mutti dann mit ihrem Vater Probleme? Dietmar Mangold ist wohl unhöflich. Plaudern. Tratschen. Kennenlernen. So, sollte klappen. Warg. Draußen ist die Party. Jetzt tanzen die da drin und tanzen die halt da drin. Die Musik hört man natürlich auch ins Haus. Völlig normal. Okay, dann sind Mathilda und Alex Dreya haben sich gefunden. Das ist ja schön. Hat denn die Spaghetti geholt? Und wo hast du die denn her? Wo hast du denn die Spaghetti mit Gemüsesoße her? Hat die mitgenommen von zu Hause oder so? Ich gehe auf der Party hier mal Gemüsesoße mit. Oh, das ist ja ihr Freund. Romantisch, verliebt und amen. Und freundlich. Da ist nicht tratschen. Ich dachte, da stünde tanzen. Tut es aber nicht. Egal, wir können auf jeden Fall miteinander reden. Los. Der hat aber behaarte Beine. Warum hat er so behaarte Beine? Ey, hör auf, unsere Oma zu beleidigen. Ich hab genau gesehen. Ey, DJ, wie wär's mal mit Funk? Okay. Jetzt Funk-Musik. Danke, DJ. Das war voll krass von dir, Mann. Dein eigener Vater. Also irgendwie scheint dir die Oma nicht zu mögen. Was ist mit der Oma los? Ah, oh, hier wird sich romantisch umarmt und Oma guckt zu. Dann könnt ihr beiden ja zusammen tanzen. Ja, schließlich ihr Freund. Das sind wir ein Sternzeichen. Wir scheinen perfekt zueinander zu passen. Entschuldigung, ich wusste diesen. Michelle ist ja noch hoffentlich unsere Romantiker. Ja, das ist nichts Neues. Und wieso bringen die alle Essen mit? Die bringen alle Essen mit. Es gibt so ein paar Dinge, die verstehe ich nicht. Hat übrigens auch eine Glatze. Das müssen wir gleich machen. Jetzt bringen die alle Essen mit. Oh, im Cast bearbeiten. Bringen alle Essen mit. Sims! Was hast du mit dem Charakter gemacht? Warum hast du ihn ganz Körper behaart? Und was ist mit seinem... Oh Gott. Ja, der tut es, wer auch immer das ist. I'm so sorry. So eine Haarfrisur, ja. Es ist echt, es ist nicht schön. Brunard Dar. Mann, halt. So. Ton. Warum, Sims? Warum hast du das getan? Nein, das ist nicht witzig. Sieht total behämmert aus. Oh, Spiel. Was ist das hier? Das sind Adern, so. Alter. This game. This game. Das lag, glaube ich, an den Dresser, den ich nicht mal installiert hatte. So, jetzt ist das Problem auch gelöst. So, jetzt warten wir kurz, bis das hier geladen hat. Ja.
Auf jeden Fall gehen alle ab, weil er hier voll am Rumfunken ist. Yo, Bro. Das ist hiermit zusammen tanzen, auf Telefonklingeln reagieren, ignorier das. Die tanzen da drüben. Schön. Hexe? Ist sie etwa eine Hexe oder was? Ist sie etwa eine Hexe? Ist Mathilda Mangold eine Hexe? Moment. Sie könnte. Sieht so aus. Die Oma ist eine Hexe. Ernsthaft, ist die Oma echt eine Hexe geworden? Die Katzenoma ist von ganz alleine eine Hexe geworden. Also Sim, ehrlich, ich bin beeindruckt. Du hast da 1 und 1 zusammengezählt. Das ist völlig normal. So, jetzt sollte Derp aber vielleicht langsam mal seinen Geburtstagskuchen auspassen. Blasen ist gut. Auspusten. Ja, Mangold feiert Geburtstag. Alle sind jetzt nicht eingeladen. Ups. Ich wollte die Dinger hier hochblenden. Die finden die Oma alle doof. Frag mich nicht warum. Liegt vielleicht daran, dass sie eine Hexe ist. Snowfu Wagna. Mein kleiner Junge wird erwachsen. Oh, mein kleiner Junge! Du wärst so froh darüber! Happy Birthday to Derp! Happy Birthday to Derp! Happy Birthday, lieber Derpy Derp! Derpy Herb and the Derp! Derbe fette Party! Die Bitchen weg, ich seh nix! Und. Kling. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Derb ist endlich ein junger Erwachsener mit all den Vorteilen und Verantwortlichkeiten des Erwachsenenseins. Seine Zukunft erwartet man ihn mit offenen Armen, was er wohl alles erreichen wird. Aufgrund seiner eher dürftigen Anstrengungen in der Schule darfst du dir kein Merkmal für Derb auf ein voll geborener Geschäftsmann. Ich dachte, ich mich darüber beschweren würde. So. Also den will ich erstmal schnauze, ihr Lappen. Und jetzt möchte ich den mal von der... Oh, Derp. Ja, wenn er erstmal in ein Umstyling-Center am nächsten Tag geht, dann wird er vielleicht doch mal ein bisschen dressexy. Er sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Nur die Monobraue macht es ein bisschen mieser. Oh yeah! Geburtstag haben. Ja, das ist jetzt rum. Er will jetzt nach China reisen. Gleich auswandern. Mann, ich hab miterlebt, dass sein Sohn erwachsen geworden ist. Pony reitet auch noch durch. Derbe Party. Dort Mangos ist ein junger Erwachsener geworden. Er mag zwar die Erinnerung seiner Teenagerzeit hinter sich lassen, aber er freut sich schon auf die neue Erinnerung als Erwachsener. Luftschlangen, Kuchen, Party. Tolle Party, wohl eher das Gegenteil. Bin weg. Nette Party, leider muss ich jetzt gehen. Aber es gibt doch Kuchen. Aber es gibt doch Kuchen und Tofu und was die ganzen Leute da mitgebracht haben. Hier, guck doch mal, hier liegt überall Essen rum. Die haben alle Essen mit zur Party gebracht, ne? Ich pack das mal dahin. Was macht Derp denn da? Der sitzt so komisch da. Achso, der steht jetzt wieder auf. Ach, der geht jetzt schlafen, okay. Sie nehmen das mit seinen Hausaufgaben auf. Ja, ich glaube, die braucht er nie wieder. Jupp, ich verkaufe die einfach mal. Krasse Sache das. So, jetzt kann Derp ja aus. Der Kuchen ist alle auch schade. Naja, kann man wohl nichts machen. Warum sitzt der denn so komisch da? Ist das irgendwie kaputt? Ach so, weil da ein Kuchenteller steht, kann er da nicht ran. Alle gehen schlafen. Niemand kümmert sich darum, hier mal aufzuräumen. Nette Party. Leider muss ich jetzt gehen. Tschüss, Opa. Nächste Party, ich muss ein kleiner gehen. Ach halt, Moment, Mutti kann noch mal die Reste wegräumen, Reste wegstellen. So, und das da aufräumen oder räumt sie? Ach gut, da räumt schon jemand auf. Ey, wie gewissenhaft aufgeräumt wird. Ach, ich helfe auch mal ein bisschen mit. Was ist mit Michelle? Ja, Michelle sieht seine Freundin, ist jetzt Hausaufgaben machen gegangen. Es war ihr wohl wichtiger. Die Party-Sachen draußen lassen wir
Die räumen wir jetzt auch gleich auf. Die kommen hier ins Familieninventar. So, da tun wir jetzt die Luftballons rein. Das kann auch da rein. Selbst das kann da rein. Da liegt noch ein Teller rum. Warum das denn? Was soll das denn? Hier, Schmutzfinken. Den Rest können wir draußen stehen lassen. Und bei Derp muss ich jetzt gucken, wo ist der? Der pennt. Das müsste ich doch wieder in sein Inventar ziehen können, oder? Derp ist doch DJ. Das ist doch auch sein größter Traum, neben Top-Spionage-Typi zu sein. Möchte er doch DJ sein. Das ist doch MC Derp. Der mit dem besten Hit der 80er und 90er Jahre. Oh.